Oh mein Gott. Hast du das auch gesehen? Wie hast du denn sowas? Da verraten wir auch nicht zu viel. Oh, hast du den noch? Damit war's. Aber gut, ich sag dir, Der wird ein Kickstack. Hier, lass es schmecken. Wo ist die Körperkörper? Nee, ich sehe. Bruder, was sitzt du da? Kannst du diesen Tisch mal hier hin? Ich verstehe auch nicht. Was soll ich sagen? Ich verstehe mal sagen. Du hast jetzt die Möglichkeit. Nein, hör auf. Guck mal, der dachte, der kommt hier hin, der ist ganz normal und dann haut er wieder ab. Ja, wenn ich das gewusst hätte, wäre ich gar nicht gekommen. Ich weiß, Bruder, ich hab's ihm extra nicht gesagt. Der wäre nicht gekommen wegen dem Outfit. Der wäre gekommen, Mann. Mit dem besten Outfit. Wie, der wäre direkt gekommen? Der hätte auch so getan. Bitte zensieren. Der hätte auch so getan, als ob der so gerade aufgestanden ist, aber so richtig gut mit Dior-Weste und so Prada-Mütze. Warte, wie ihr dreht heute hier? Wie, wusste ich? War gar nicht vorbereitet. Und diese Rolex habe ich jetzt gerade eben nur geholt. Ich muss ehrlich sagen, ich fühle mich so, als ob ich wirklich, ich fühle mich einfach besonders. Es ist irgendwie anders. Weißt du, was geil ist? Du atmest ganz anders. Nachdem der blauen Haken gekommen hat, ist er 3 Tage bei mir stehen gegangen. Der hat nicht mehr geantwortet. Ja. Der hat mir gefolgt, alles. Ey, der Elias ruft so an, ne? Sagt er so, ich bin so direkt dran, meinem Mentor. Boah, das habe ich jetzt nicht erwartet. Warte, ich hätte nicht gedacht, dass du jetzt mit blauen Haken noch dran gehst. Der war echt sehr unerwartet. Gut, Jungs, ihr denkt, ich mach Spaß, ne? Wir denken, ich mach Spaß, dass ich nicht Dingens, ne? Hier, die neue SIM-Karte ist schon hier. Ich werde jetzt bald Nummer wechseln. Nein. Und dann seid ihr alles Geschichte. Weil Erfolg geschieht, mein Koffer steht bereit. Ah, okay, Erfolg. Ja gut, ich hab kurz, ich muss ehrlich sagen, ich hab kurz so überlegt. So, der Backup hat mich einfach angerufen, meinte, Aib, ja? Und 2 Uhr morgens. Ich was los, Bruder? Meinte, Wallah, hast du mir Erfolg? Aib, ja, nicht korrekt. Das ist nicht korrekt? Wallah, das ist nicht korrekt. Korrekt, ach cool. Ich hätte es nicht gedacht, dass er mich nicht verfolgt. Richtig geile Lederjacke. Veganes Leder oder? Ich glaube, das ist ein Hähnchenleder. Ich habe keine Ahnung, was für Leder das ist. Die Jacke sieht sehr cool aus. Warte, ich ziehe die extra mal an. So. Die Jacke sitzt wie eine Eins. Wichtig, Leute. Ich weiß, ihr draußen seid Anfänger. Immer die Ärmel hier, die könnt ihr rausnehmen. Dann sieht es mit dem Weiß hier. Nochmal, dann seht ihr wieder eine Eins. Richtig. Eigentlich neue Dings, Bruder. Was? Neue Mission Impossible, aber kommt da raus. Und Tom Cruise, du. Ich weiß doch, wer das ist. Ich war der Erste, der gesagt hat, du siehst aus wie Tom Cruise. Wann hast du mich in den Kurs geguckt mit deinem Leben? Bruder, da warst du noch flüssig. Ich sag dir ganz einfach, ich starte keine Sache, wo ich denke, dass es nicht läuft. Bruder. Wenn die am Ende nicht läuft, mache ich das Beste daraus. Aber ich will nie in meinem Leben eine Sache starten, wo ich 1% Zweifel habe. Ich weiß nicht, wie Leute im Leben was machen. Normal ist Leute scheitern. Aber Bruder, wenn wir scheitern und alle anderen das geschafft haben, dann würde ich lösche meinen Instagram-Account und mach nie wieder. Egal, ey, komm Bruder, wir hauen jetzt ab. Ja, Leute, uns passt so schon. Ja, alles Bruder, Jirai.
Team. Mein jüngster Bruder, den habt ihr wahrscheinlich schon im letzten Vlog gesehen. Das ist unser Engel in der Familie. Der ist noch sehr unschuldig, der Junge. Merkt euch eine Sache, wenn am Wochenende Briefe ankommen, niemals öffnen, niemals. Lasst also, sie zu bis Montag. Sagst du Freitag nicht? Freitag, Samstag niemals öffnen, Sonntag auf gar keinen Fall. Ich habe eine Theorie gehört, dass die Ämter extra am Freitag die Briefe rausschicken, weil damit du dich Samstag, richtig, damit Sonntag, du dich abregst und dann damit du Montag genau, normal haben. Sonst kommen diese Anrufe und die sind gewaltig. Ich habe gestern auch gesagt, so, ich habe eine Idee. Ich hab dir gestern schon gesagt, ich meinte, ja Allah, Tami, wenn du mich liebst, erzähl dir, dass du eine neue Idee hast, mit dir, womit der sein Geld vermehren kann. Bitte, erzähl dir das nicht. Das ist jetzt ready, nur für alle Leute da draußen, wenn Tamek jemand zu euch kommt und sagt, ich habe eine Idee, wie wir aus 50.000 150 machen, sagt nein. Sagt einfach nein. Ich bleibe bei meinen 50.000. Ich möchte meine 50.000 behalten. Tameks Ideen sind generell nicht so. Du hast nach meinem Haarschnitt gefragt, genau, richtig? Genau, hatte die Haare geschnitten. Oh, wer könnte das besser als Jadokat hinkriegen? Ja. Niemand, oder? Das stimmt. Was sagst du? Keiner kriegt das so hin, oder? Ey, wow, du hast heute die krasse Frisur. Ich möchte die selber haben. Wo hast du die machen lassen? Hey, ich war bei Jadokat hier um die Ecke. Ihr wollt doch eure drei Haare loswerden? Kommt zu Jadokat. Das ist ein geiler Typ. Das ist ein russisches Tom. So ein Hit. Der wurde einfach gespawnt. Ne? Also der spawnt einfach, oder? Der wurde einfach dahin, der war gar nicht da und der wurde gespawnt aus dem Nichts. Wir gehen jetzt zu unserem Lieblingslokal, wo wir immer gerne mal was trinken. Natürlich alkoholfrei. Mondenero. Mondenero. Ja, ist direkt neben Bräuninger Düsseldorf. Irgendwie was Besonderes oder so? Nee, wir sind alles gleich. Wir sind ja alle gleich. Islam ist so hart. Aber ihr seid. Ihr seid herzerreich. Vielen lieben Dank, Schätzchen. Ach, sehr gerne. Auch immer. Sie sind auch sehr lieb, danke. Nein, ich muss ja auch nochmal gesagt haben. So hübsch wie euch. Ehrlich, das ist nicht selbstverständlich. Warum sagst du denn nicht? Hör mal, ich unterstütze euch. Und was hat Demokratie? Mit Diktatur gemeinsam. Ja. Nicht viel. Die schützen sich ja noch nicht mal die Hand, hör mal. Ja. Ich find's gut, wie es ist. Das ist es ja. Der hat auch seine Meinung. Die darf der ganz schön für sich behalten. So, war witzig hier, jetzt machen wir ganz schnell Slider hier. Jetzt müssen wir erstmal unser Groschen zusammensammeln, um das hier zu bezahlen. Jetzt wird erstmal getrennt gezahlt und in Ratenzahlung bitte das Wasser. Jetzt gehen wir eine Freundin von uns besuchen. Das ist die Amira, große Schwester von Rafik. Das sind unsere Familienfreunde, eigentlich wie Familie. Also er, der Rafik, die Amira ist nur so ein Ballast. Gehen wir mal erstmal hin. Das geht. Hallo, Müller hier. Wo ist der Müll? Wo ist der Müll hier? Der Müll, bist du da vorne? Jedes Mal, Alter. Naja, geht's dir gut? Ich wollte ein bisschen lachen mit ihr, die ein bisschen aufnehmen, aber viel Spaß noch. Danke dir. Ich mache euch einen schönen Treffen. Das ist ein normaler Kräfter, das eingefärbt im Rot. Mit Liebe. Mit Liebe? Liebe. Ganz Liebe.
Ich muss wirklich sagen, meine Pläne sind gleich ab. Ich kann direkt mit dir fahren. Wir haben das an. Können wir direkt in die Praxis. Schön, dass wir uns kennengelernt. Ja, hat mich auch gefreut. Das ist bestimmt gut. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ciao, ciao. Also, was ist unser Ziel jetzt? Schweinefleisch. Der Solombek ist ein Schuhliebhaber. Wir gehen noch mit den Fives rein. Gleich 40 Minuten Fahrrad fahren, oder? Und danach Sauna. Ist heute ruhig, oder? Ja. Ich kenne dich schon von Instagram. Sportler? Ich will diesen Bauch haben. Ich habe diesen Bauch gesehen. Danke, danke. Bei dir, Bruder? Ich kenne keinen Menschen, dem die Haare stehen wie dir, Bruder. Danke, danke. Unglaublich geteckt. Gänsehaut. Ja, bist du noch dort? Weißt du, was der Model ist? Der ist für Vetements gelaufen, Balenciaga, glaube ich, und so. Balenciaga 2, Ferragamo, Anne Mühlemeister. Ich bin jetzt in der aktuellen Kampagne von Senior. Stimmt. Für Zara. Geil, das habe ich gesehen. Geil. Ich brauche ganz viel. Nächste Woche für Mailand. Hast du richtig cool. Ich bist schon da, genau wie der, also nach 5 Jahren. Also du warst schon 11 da gewesen, ne? Du hast ja damals noch ein Foto von mir gemacht, wenn du mich vorgeschlagen hast. Ja, Bruder. Gesundheit. Ich bin immer noch bei Passi. Du warst immer noch so und dann fängt er an zu reden und dann bist du eine halbe Stunde dieselbe. Bruder, aber deine Schulter brennt, ist grau. Der redet voll entspannt, so mach ganz mal weiter. Und wenn du den Arm runter tust, dann ermahnt er dich. Der kriegt das noch mit, so, ne? Ciao. Hey, viel Erfolg noch. Vielen Dank. Das sind meine zwei Lieblingsläden. Direkt nebeneinander, Prada und Dior. Also ich sag doch, Düsseldorf ist die schönste Stadt der Welt, ohne Spaß. Danke, danke. Pass auf, schau. Viel Spaß, wir sind im Video. Kein Moment. Jetzt. Schön Liter geht das. What's up, man? Was trainieren wir heute? Heute machen wir Fahrradfahren 45 Minuten bei 140 ungefähr. Puls ist nichts Besonderes, ist nur so ein, sozusagen, dass du überhaupt was gemacht hast, weißt du? Okay. Macht ihr das regelmäßig so, oder? Genau, ich mache das sehr häufig, das ist für Regeneration ganz gut. Ich mache das meistens so, um Grundkondition aufzubauen, wenn du lange nicht trainiert hast. Mhm. Oder an den Tagen, wo du kaputt bist, kannst du das machen. 45 Minuten bis eine Stunde, 130, 140 Puls. Genau. Dann nach den 45 Minuten machen wir ein bisschen Bauch- und Rückenübungen. Ein bisschen Feinmuskulatur stärken, dann dehnen und dann gehen wir hoch in die Sauna. Quälen uns dadurch. I got the message, homie, ain't no flexing on me. My attorney gon' call and collect. Blessings on blessings for me. My successes only made them envious, they got upset. I had to put all their egos in check. I want the money, the power, respect. And I heard you know so-and-so, you not a threat. Cause I really know so-and-so. Okay, was trainierst du heute? Ich mein, wie ist der Oberkörpertraining heute? Also Bizeps, Trizeps, Brust. Wie würdest du dieses Training in zwei Worten beschreiben? Komplett scheiße. Okay, Kinders, dann machen wir ein bisschen Bizeps-Training. Und sehr wichtig, ich mache einfach mein eigenes Training. Ich möchte niemandem beibringen, wie man trainiert. Und ich möchte auch keine Verbesserungsvorschläge. Ich trainiere so immer und bei mir klappt's. Bevor Experten sich versammeln. So, wir suchen mal ein ganz leichtes Gewicht. Ganz, ganz leichtes. Für die ganzen Leute, die immer denken, man muss immer sehr viel Gewicht nehmen. Und die Leute, die viel Gewicht machen, dass die voll krass sind und keine Ahnung was. Guck hier. 10 Kilo auf ganz entspannt. Bruder, kann es sein, dass du dasselbe Hand und dieselbe Wasserflasche mitgenommen hast? Warte mal. Warte. Wie immer handysüchtig. Jetzt gerade, wo ich das sehe, ne? Dieser junge Mann hier. Das ist der Lenny. Lenny ist seit Tag 1
Freund, Bruder, Supporter, alles in einem. Einer der korrektesten Menschen, die ich hier kennengelernt habe. Selten so Menschen gesehen, die etwas tun, ohne etwas zu erwarten. Er hat eine gute Reichweite, er ist mit voll vielen bekannten Leuten unterwegs und so weiter und er ist sich nie zu schade, um uns zu supporten. Vielen lieben Dank an dieser Stelle, bleib wie du bist, mein Bruder. Training beendet. Endlich. Schau mal, das war eine gute Einheit. Einheit. Hey Leute, wenn das Video euch gefallen hat, lasst ein Like und Abo da und vergisst nicht zu kommentieren.